Herzlich willkommen, Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Heute beginnt die Mai-Feierei. Kommt also ins Service Center. Okay. Das wird toll. Ein Trip zu einer weit entfernten Insel. Etwas Erholung. Dafür seid ihr schon hier. Naja, das wird auf jeden Fall sehr spaßig. Also sprecht mit Herrn Luke im Service Center. Ja, cool. Das werden wir gleich machen. Wir haben heute aber noch was vor. Wir wollen uns nämlich schon mal etwas mit dem Blumenzüchten beschäftigen. Denn ich hätte ganz gerne lilane Blumen. Ich kann euch gleich auch zeigen, wo ich die gerne überall hätte. So, oh, Mama hat mir was geschenkt. Danke. Nuke Direct Bank, vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Nuke Direct Bank. Ihrem Konto wurden Zinsen im Wert von 5302 Sterne ist gut geschrieben. Wow, ist ja fast gar nichts. Und Nuke Shopping, was? Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Nuke Shopping entgegenbringen. Wir möchten Sie heute auf ein wunderbares, also sensationelles Angebot hinweisen. Nur jetzt, also lassen Sie es nicht. Okay. Interessant, wir gucken mal eben, was uns Mama geschenkt hat. Auspacken. Beute von Mama tragen. Zeig mal her. Oh, nee, da finde ich meine Fischtasche schon cooler. Schon cooler, ja, ja. Wie ihr seht, hier oben habe ich schon mal alles voller Unkraut entfernt. Denn hier oben werde ich meine Blumen züchten. Das gleiche auch auf der Seite. Denn ich möchte hier ganz gerne lila Blumen haben. Nur lila Blumen. Vielleicht mischen wir es auch mit den anderen lila Blumen, aber auf jeden Fall lila Blumen. Ich kann euch ja mal kurz ein kurzes Bild hier zeigen. Tada, da ist es. Da sieht man auch die Prozentwahrscheinlichkeiten, kriege ich es größer. Ich guck mal eben. Oh ja, so kannst du jeder lesen, ne? Und wir möchten, welche möchten wir denn? Am liebsten die hier. Die Rose, die lila Rose, die ist schon ganz cool. Ja, die versuchen wir zu kriegen. Dafür brauchen wir zwei weiße Rosen. Und ja, ne? Das werden wir dann probieren. So, dann können wir das erstmal wieder wegmachen. So, da brauchen wir auf jeden Fall weiße Rosen. Ich weiß nicht, ob ich weiße Rosen überhaupt besitze auf der Insel. Aber wir gehen mal eben hier einmal entlang. Aufgrund des Rezeptes. Was irgendwie nach jedem Online-Gehen wieder da ist. So gefühlt. Die Muscheln kann ich eigentlich direkt mitsammeln. Dann können wir die gleich direkt verkaufen. Heute haben wir Freitag, ne? Steht das auch unten, ob wir Freitag haben? Ja, haben wir. Super. Oh, ich bin einfach sensationell gut. Ja, das bin ich, Leute. So, Fische habe ich keine Lust zu angeln, Leute. Nur noch die großen. Obwohl, es gibt ja vielleicht heute wieder neue Fische, aber das können wir vielleicht ein anderes Mal dann machen. So, wir wollen auf jeden Fall gleich zu Mina, haben wir ja gerade schon gesehen. Ach nee, haben wir gar nicht gesehen. Habe ich nur gesehen, oder? Ja, habe ich nur gesehen, Leute. Sorry, habe ich in der Vorschau gesehen, dass Mina da ist. Habe ich euch gespoilert. Aber es macht ja nichts, ne? Denn wer gespoilert wird, ist selbst schuld, ne? So, hier haben wir direkt noch ein Fossilchen. Achso, ich sehe gerade so aus, weil ich es irgendwie lustig fand. So sah ich, glaube ich, gestern auch schon aus, ne? Ja. Haben wir hier schon eine rote? Ne, haben wir nicht. Keine schöne Rose. Oder muss man die... Oh ne, müssen wir die erst züchten? Ne, müssen wir nicht züchten. Okay, dann haben wir Glück gehabt. Auf jeden Fall jetzt der Sterni bauen. Super. Pamela, verschwinde bitte. So, 100 wieder. Nice. Gilliver könnte auch mal langsam wieder kommen, weil ich weiß, dass man 50 Mal mit dem Dingsen muss. Damit man endlich mal so eine goldene Schaufel bekommt. Beziehungsweise das Rezept dafür. Aber der kommt nicht. Der hat, glaube ich, echt keinen Bock auf mich. Ich weiß auch nicht. Dann werden wir im Mai auf jeden Fall auch mit den Hecken arbeiten. Das heißt, Wege und sowas machen und so. Oh mein Gott. Was bist du denn? Was bist du denn für einer? Oh, bist du schön. Oh, ein Vogelfalter. Och, der ist ja echt fast größer als die Vögel. Oh mein Gott, ey. Hier haben wir das Rezept. So, nehmen wir mal mit. Öffnen.
Orangenschirm. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Schauen wir mal kurz rein. Orangenschirm. Tatsächlich. Cool. Und schauen wir auch mal hier nach vorne PD nach. Da ist er schon. Der Vogelfalter. Oh, dann gibt es nur zwischen 8 und 16. 16. Mai, Juni, Juli, August und September. Cool. Der sieht echt cool aus, der Vogel. Oh, was sehe ich denn da? Ist das eine neue Farbe? Nee, ne? Nee. Haben wir schon hier überall. Rose. Ja, wir haben keine weißen Rosen, ne? Waren das echt Rosen? Ich muss nochmal auf das Bild gucken. Doch, Rosen. Was ist das dann hier? Das sind doch, ach, das sind Tulpen. Ah, aber ich glaube, wir haben noch keine Rose, oder? Ich glaube nicht. Nicht so gut. Jesse, ich würde mit dir reden, aber ich möchte dich ja auch aus dem Dorf haben, deswegen rede ich nicht mehr mit dir. Sorry, I'm not sorry. Da gehen wir eben hier rein, hallo, hallo. Und natürlich der Rübenpreis, ne? Oh, sieht man jetzt das Bild? Nee, ne? Na, machen wir so. Super. Oder Videoaufnahme. So. Mischka trägt natürlich wieder meine Mode. Ich habe auch gestern oder vorgestern ein bisschen getrollt. Ich habe auch Freunden auf der Insel von Freunden mein Merch zu Tina und Sina gebracht. Die waren nicht ganz so erfreut. Das kann ich euch schon mal sagen. Rühmpreis 201. Ich meine, wow. Das hatte ich noch nie. Bin ich schon ein bisschen glücklich mal drüber, damit ich ja auch mal einen neuen Rübenpreis bekomme. Ja, dich hole ich mir nicht. Nee, hole ich später. Später. So, okay, 5000 nehme ich mal. Die Waage habe ich, glaube ich, schon. Deshalb muss ich die nicht nehmen. Den Spiegel hätte ich... Ich glaube, den Spiegel, den habe ich auch... So, dann gucken wir hier mal einmal. So, tada. So, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir bestimmt wieder nichts, was ich gebrauchen kann. Nee. Okay. Okay, okay. Dann, wenn wir schon hier oben sind, können wir auch kurz nach... Ah, vielleicht nicht. Nee, nee, ich mache, glaube ich, Fossilien kann ich morgen abgeben. Genau. Dann lege ich die aber hier hin. Dann stellen die mich nicht so im Inventar. So. Bye bye. Egal. So, perfekt. Das sind auch Tulpen. Ach man. Ich hab glaube ich keine Rosen. Ach so, die haben noch gar nicht auf, ne? Stimmt. 9 Uhr erst. Okay. Dann gehen wir mal eben zu Minna. Dich hole ich mir auch noch, weil du bist viel wert. Achso, warte. Habe ich jetzt nicht bedacht. So. Den Vogelfalter, den platziere ich hier nämlich auch. So, bitteschön. Viel Spaß da. Wir sehen uns später. Mina, ich komme. Hallo. Ah, du bist es, weißt du, hier auf Nimmerland kann ich noch so einiges über Design lernen. Vielleicht könntest du mir ja bei einer kleinen Übung zum Thema Style behilflich sein. Pass auf, ich gebe einen bestimmten Modestil vor und dann wechselst du in ein dazu passendes Outfit. Ich möchte also, dass du für mich modelst. Dafür kriegst du natürlich auch ein Geschenk. Geht klar. Klasse, vielen Dank. Dann lass uns loslegen. Ich möchte gern, dass du mir ein Outfit mit Sportkleidung vorführst. Vielleicht etwas, was Athleten tragen würden. Oh, ich hasse Sportkleidung. Ja, ja, ist klar. Was kriegen wir? Oh, wir kriegen schon mal ein T-Shirt. Hier, bitteschön. Ein Kapuzenpulli. Hey, als ob ich mit einem Pullover Sport mache. Das ist doch hier alles schon wieder. Ja, ne? Alles klar. Tragen, zeig mal her. Als ob ich mit einem Kapuzenpullover Sport machen. Wer ist das denn? Ach, Hippogreif. Hippogreif. What? Nee, das war kein Hippogreif, Leute. Ja,
wer kennt's nicht, ne? Sport im Pullover machen. Das machen die wahren Athleten, Leute. Ich sag's euch. So, dann gehen wir mal hier am Kleiderschrank gucken, was wir so Sportoutfit-mäßig alles haben. Ja, das Oberteil haben wir ja schon mal. Eine kurze Hose wäre halt ganz gut. Oder haben wir so eine Art Jogging-Freizeithose vielleicht? Ja, vielleicht. Eine Mütze, was haben wir? Oh, Fahrradhelm ist sehr, sehr sportlich. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Das machen wir da mal weg. Sportlich, nee, ne? Hier ist noch nichts sportlich. Socken, Neon-Leggings, paar Alltagssocken, paar Füßlinge. Ich finde Füßlinge immer ganz gut. Und Laufschuhe, Basketballstiefel hätten wir. Paar Powerschuhe, Schnürdinger. Ja, ich glaube, wir haben's. Ja. Sieht jetzt nicht allzu cool aus, aber egal. Ich hoffe, ihr habt gerade das Blumenbild überhaupt gesehen, ne? Ich habe nämlich zum ersten Mal ein Bild versucht einzublenden. Und ich hoffe, es hat geklappt. So, dann gehen wir mal hier runter. Achso, da wollten wir gar nicht hin. Wir wollten ja zu Minna. Minna. Doppel-N. Minna. Wie ich sehe, hast du dich umgezogen. Dürfte ich mir Outfit genauer ansehen? Ja. Prima, dann fühle ich mir das mal zu... Wunderbar, auf den ersten Blick ein Volltreffer. Da sieht auch ein Laie sofort, dass du es sich um Sportbekleidung hier... Blablabla. Haben wir ja schon oft genug. Ja, Schneider, Coupons habe ich noch nie benutzt. Und eine Hose kriegen wir. Eine Samthea-Hose. Okay. Ja. Ich würde jetzt gerne Sachen bei dir kaufen. Was? Oh. Ich dachte, die verkauft immer Kleidung. Tut die gar nicht? Oh, das wusste ich nicht. Das habe ich wohl vergessen. Cool, eine kurze Hose kann man immer gut gebrauchen. So, dann gehen wir mal hier gucken. Und bei Nook Shopping gehen wir kurz reingucken. Weil da soll es auch irgendwas Cooles geben, ne? Okay, die reden nicht mit mir. Okay. 150. Nook Mine erstmal gucken. Hier haben wir die normalen halt. Okay. Da scheint es nichts zu geben. Dann Nook Shopping. Elefantenrutsche, Mountainbike. Also ich weiß jetzt nicht, was hier so besonders sein sollte. Wir können mal das Fahrrad hier bestellen, glaube ich. Ja. Muttertag-Tasse. Okay, die holen wir uns auch. Dann haben wir die zumindest. Okay. Und ich wollte noch Geld abholen, damit wir das für 140 kaufen können. Was brauchen wir dafür? Ich nehme mal 60, dann habe ich nämlich noch was. Oh, so. Perfekt. Und dann reden wir mal eben mit Tom Nook, was der uns zu sagen hat zum Mai. Oh, du bist doch sicher für dein Mai-Feier-Ticket hier, habe ich recht, Moritz. Anlässlich der diesjährigen Mai-Feierei bekommt heute jeder eins der Liebfahrer. Wo wir gerade beim Thema sind, weißt du, was bei der Mai-Feierei überhaupt gefeiert wird? Mehr oder weniger. Das überrascht mich gar nicht. Du weißt Bescheid, Moritz, Tag der Arbeit, ne? Ja, mit der Mai-Feier bedanken wir uns bei allen denen, die hart arbeiten. Wobei meine Mai-Feier-Tour keine harte Arbeit, sondern eher vergnügliche Freizeitspaß bedeutet. Mit meinem Rei für die Insel-Paket wollte ich die Möglichkeit bieten, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und ich bin mir sicher, dass es mir auch gut gelungen. Aber ich habe dabei auch viele Hilfe von den wunderbaren Bewohnern unserer Insel bekommen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass in unserer Insel eine Menge harter Arbeit steckt. Ja.
Als Dankeschön hat Nook Inc. eine besondere Tour für Inselbewohner vorbereitet, und zwar die Mai Fire Eye Tour. Ja, ja, mit vergnüglichen Aktivitäten, die dir bestimmt gefallen. Also ab ins Flugzeug und auf zu einem entspannten Kurztrip. Das hast du dir verdient. Ich habe ein Mai Fire Ticket für dich am Flughafenschalter hinterlegt. Es ist bis einschließlich 7. Mai gültig, also hast du bis dahin Zeit, die Reise anzutreten. So, das war alles, was ich dir sagen wollte. Soll ich es noch einmal wiederholen? Nein, alles klar. Ich würde hinterher gern hören, wie dir der Kurztrip gefallen hat. Aber erst mal viel Spaß bei deiner Mai-Feier-Tour. Kann man nur eins machen? Nur ein Ticket? Und dann nie wieder? Habe ich das so gut verstanden? Oder kann man das öfters machen? In diesen 7 Tagen? Ich weiß es noch nicht. Oh, wieso habe ich eigentlich Mischka im Shop nicht? Warte, wir gehen nochmal zum Shop und kaufen das mal eben schnell. Dann kann ich auch mit Mischka reden. Habe ich nämlich nicht gemacht. Wir wollen doch gute Freunde werden. Leute, es gibt ja auch verschiedene Stufen der Freundschaft hier. Das wusste ich gar nicht. Oh, Mischka ist weg. Okay, okay. Ich wollte das da oben kaufen. Das ist ein Rollbild. Der Preis beträgt 140.000. Ja, nehme ich. Dankeschön. Und tschüss. Wo, wenn die Sachen hier weiter so teuer sind, ne, da muss ich ja echt jede Woche Rüben verkaufen. Aber ich glaube, nächste Woche muss ich mal keine Rüben verkaufen. Ich glaube, ich habe erstmal genug Geld. Wenn ich so 3 nur noch habe, dann werde ich auf jeden Fall wieder Rüben kaufen. Das, so habe ich mir das vorgestellt, ungefähr. Dass wir keine Rosen haben. Oh, da hätte ich auch im Shop nachgucken können. Vielleicht kriegen wir auf der Mai Fire Insel Rosen. Rosen. So, hallo. Hey, 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 willkommen am Tor zu den Lüften. Oh, du hast es. Oh, guck mal, ich habe ein Mai Fire Ticket. Möchtest du fliegen? So, Moritz. Ich möchte fliegen. Ja, ich möchte auf zur Mai-Feierei. Alles Roger, diese Mai-Feierei wird organisiert von Chunuk und entführt dich auf eine weit, weit abgelegene Insel. Was genau dich dort erwartet nun, das wirst du nach der Landung wohl selbst herausfinden müssen. Leider darf ich dir zu dieser Tour nur mit leeren Händen antreten lassen. So sind nun mal die Regeln. Wir verstauen deine Sachen sicher bei uns hier unter der Theke. Oh, wir dürfen nichts mitnehmen? Oh. Ja, auf geht's. Das ist interessant. Kriegen wir da jetzt so viele Items, dass wir ein komplettes Inventar voll haben? Das wäre ja krass, Leute. Ich meinte Firelight. Ja, okay. Ach, dann belohnt uns ein Look mit irgendwelchen coolen Dingern. Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich richtig gespannt, was wir da bekommen. Geil. Ich finde es immer so lustig, wenn dieser Vogel da fliegt. Okay, unser Flug ist sicher gelandet. Herzlich willkommen. Diese Meilen-Ticket läuft etwas anders ab als normal, denn die ganze Insel ist Trommelwirbel, ein gigantisches Labyrinth. Tja, hättest dir beim Anflug lieber mal fix eine Karte zeichnen sollen. Jetzt musst du ganz ohne Hilfe hindurchtapsen und noch dazu mit leeren Händen. Wir haben all deinen Kram nämlich am Flughafenschalter verstaut. Den kannst du dir später wieder abholen. Um also aus dem Labyrinth rauszufinden, bist du auf das angewiesen, was du vor Ort finden kannst. Und falls du irgendwo feststecken solltest oder dich verlaufen hast, ruf einfach die Notrettung. Unsere hilfsbereiten Maulwürfe sind dann flugs zur Stelle und du kannst dir eine neue Strategie zurechtlegen. Ach, dann ist das ja echt Resetti mit den Notfall-Dingsy-Wumms. Weitere Infos gefällig, dann habe ich vielleicht noch die ein oder andere Durchsage für dich zur Hand. Also alles Roger bei dir, dann mal voller Schub und los geht's. Viel Erfolg beim Blindflug. Okay, hier haben wir schon direkt was. Eine Schaufel. Meint ihr? Ah. Das kann man mitnehmen. Also hier können wir halt noch nicht durch, ne? Ach so. Okay, ich verstehe. Hier ist eine Kirsche. Und da sind Dinger. Kann man das ja ausbuddeln? Nee, kann man nicht. Und mitnehmen auch nicht. Schade. Dann essen wir mal hier. Essen. Yam, 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 yam. Och, das ist irgendwie. Das erinnert mich voll an Pokémon.
Nur, dass die Bäume hier Zerschneiderbäume sind. Ah, da müsste ich durch, aber da bräuchte ich noch ein Dings. Okay. Hier haben wir einen Ast. Oh, okay. Hier haben wir auch einen Ast und einen Stein. Oh, guck mal, hier ist noch irgendwas. Haben wir uns auch noch. Was haben wir hier? Eine Axt. Oh. Und das macht die Sache ja hier leichter. Ach, nach rechts komme ich ja gar nicht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall... Hier benutze ich die Axt. Oh, da steht Morsch dran. Oh nein, man konnte nur eine benutzen. Okay, okay. Das ist nicht ganz so gut. Ausrüsten. Oh, das ist ja hier fast schon ein kleines Rätsel. Achso. Als ob ich da meine Schaufel benutze. Wo lebe ich denn? Ja. Wie viele waren da hinten denn nochmal? Muss mal ganz kurz gucken. Hier. 2. Dann würde es sich ja lohnen, wenn ich hier eine esse. Dann hätte ich nämlich dann 3. So. Weg mit dir. So. Und das. Sehr schön. Haben wir nämlich 2. Lol. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Dass man hier hin kann. Lustig. Das habe ich echt nicht gesehen gerade. Oh, dann können wir aber nicht mehr da ein. Okay. Sind wir hier wieder beim Anfang? Ich meine, man könnte auch hier drüber springen. Ne, da kann man gar nicht drüber springen. Da auch nicht. Okay. Wie komme ich denn jetzt dahin? Warte mal eben. Ich muss irgendwie... Wie komme ich nach da? Hier kann ich auch nicht durch. Und hier wird es auch nichts bringen. Also ich muss tatsächlich den Stein da irgendwie wegbekommen. Wie komme ich denn an die Kirsche daran? Ah. Nee. Warte mal eben. Also da komme ich nicht dran. Da auch nicht. Okay, nochmal. Wir müssen hier... Ich gehe mal ganz kurz hier gucken. So, hier. Das könnte ich jetzt essen. Essen. Und dann kaputt machen. Und dann haben wir hier schon mal Rezepte. Eine Wackelaxt. Und noch irgendwas. Und dann ist hier noch ein Baum. Erlernen. Achso. Habe ich schon. Natürlich habe ich das schon. Kann ich hier dann eigentlich auch rütteln? Oh nein. Kacke. Ist auf der falschen Seite oder was? Das ist nicht dein Ernst. Okay, okay. Obwohl die Wackelachse wird... Achso, ja. Okay, wir müssen, glaube ich, eine essen. Damit wir da dran können. Und dann rüsten wir dich wieder aus. Machen den Baum erstmal weg. So. Dich nehme ich mit, dich nehme ich mit. Dann können wir mal eben hier kurz gucken. Und das herstellen. Oh, wir können tatsächlich eine machen. So, jetzt haben wir eine Wackelaxt. Wir bräuchten aber noch das Eisen da hinten. Damit wir daraus eine Axt machen können. So, hopp, hopp, hopp. Warte. Wir gehen mal hierher. Denn... müssen, glaube ich, hier hin. Genau.
So, hier kriegen wir dann das da. Boah, das ist echt kompliziert. Also ich... Wow. Ja, dann haben wir das hier. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Machen die Axt. Oh, das war nicht richtig. Ach, als ob ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen muss. Das ist ja hier auch wieder belastend, Leute. Ich hoffe, wir haben gleich nur genügend Kirschen. Sonst haben wir ein Problem. Ach, ich wollte zur Axt, ne? Hierher. So. Oh. Ich will die Schaufel nicht unnötig kaputt machen. Etwas herstellen. Und zwar dich. Ja. Tada, die Axt ist fertig. So, dann geht's hier wieder zurück. Und dann müssten wir das Rätsel gleich schon gelöst haben. Jetzt müssen wir nämlich nur noch einmal hier außen herum gehen und dann haben wir es tatsächlich. Ja. Ja, das war schon cool. Die Insel ist schon cool. Achso, die Axt wollte ich benutzen. Ja, weg mit dir. So, draufsetzen. Da muss ich die Schaufel nicht ausrüsten. Hier kriegen wir noch eine Kirsche. Aber wir wollen natürlich die Bäume hier fällen. Obwohl, wir müssen die leider... Ah, nee, dort... Doch nicht. Weg mit euch. Weg mit euch. So. Ich würde sagen, die Blumen da, die nehmen wir einfach gleich mit. Ja, ausgraben. Sehr schön. Den nehmen wir mit. Und ich glaube, das ist Olli. Olli, die Katze, die uns in jedem Animal Crossing Teil auf die Insel gebracht hat. Nur hier nicht. Nur hier nicht. Die haben einfach Olli gesagt, nee, Olli, wir brauchen dich nicht. Du kannst wegbleiben. Ich frage mich gerade, wie viel Platz ich überhaupt noch im Inventar habe. Ach so, noch genug. Super. Kann ich ja hier die Büsche alle mitnehmen. Ist ja sehr gut. Sehr, sehr gut. Da. Oh, super. Die Insel ist super. Wirklich. I love the island. Oh, wenn wir Olli natürlich in die Stadt bekommen. Oh. Das wäre natürlich auch ganz schön cool. Okay, hier am Strand ist nichts. Aber euch nehme ich auch noch mit. Ich mache die Insel leer, Leute. Aber das ist nämlich unser Rückweg. Oh, auch den können wir eigentlich jetzt schon benutzen. Damit wir hier das hier nur einsammeln können. So. Super. So, Olli. Ich komme, Olli. So, was willst du mir erzählen? Du hast es zum Ziel geschafft. Hm? Hey, sind wir zwei uns schon mal begegnet? Dein Gesicht kommt mir ziemlich bekannt vor. Oh, Entschuldigung, bin schon auf so viele Inseln gewesen und hab's nicht so mit Gesichtern und Namen. Auf dieser Insel bin ich aber zum ersten Mal. Ganz schön. Seltsam hier, oder? Was führt dich hierher? Sekunde mal, du kennst Tom Nook? Wegen dem Kerl bin ich auch hier. Er hatte mich hierher eingeladen. Der wollte, dass ich mir diese neue Attraktion ansehe, die er auf der Insel hier zusammengezimmert hat. Aber mit einem Labyrinth hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Miau, das nenne ich mal eine Überraschung. Da du Tom Nook zu kennen scheinst, heißt es etwa, ihr beide lebt auf einer und derselben Insel? In der Tat. Na sauber. Hab gehört, Nook hat dort ein recht hübsches Slackchen geschaffen. Wie hieß die Insel noch gleich? Ah, stimmt, Nimmerland, nicht wahr? Bingo. Hahaha, wusste ich's doch. Hey, du scheinst mir ein ganz schön pfiffiges Kerlchen zu sein. Wenn alle Leute auf Nimmerland so drauf sind, muss das ja eine lustige Insel sein. Sag mal, hast du eigentlich auch einen Namen? Aha, so.
Moritz also, ja? Na, das nenne ich doch mal einen richtig duften Namen. Freut mich, dich kennenzulernen, Moritz. Hier ein kleines Andenken an unser Treffen. Hat mich echt gefreut, dich getroffen zu haben. Und ausgerechnet hier, wenn das mal nicht Schicksal war. Hätte echt nicht gedacht, dass ich auf einem abgelegenen Inselchen so viel Spaß haben würde. Hoffentlich laufen wir uns mal wieder über den Weg. Das Schicksal wird schon einrichten. Also bis denn. Was? Kommst du nicht auf meine Insel? Welche Insel ich wohl als nächstes besuche? Es gibt so viel zu entdecken und so viele Abenteuer. Okay. Was haben wir bekommen? Koffer von Olli. Ja, das Item, das passt zu Olli tatsächlich sehr gut. Geh mal eben hier noch gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ah. Wie viele Kirschen haben wir noch? Nur zwei. Okay, dann nicht A. Dann können wir die da uns tatsächlich nicht hören. Das heißt, wir haben irgendwas gemacht, was ein Fehler war. Ist in Ordnung, Leute. Sind das Sterniko-Punkte oder was ist das? Ja, sind es. Okay. Super. Dann hätten wir das auch gemacht. Dann können wir uns gleich mal eben den Pflanzen widmen. Ja, das bin ich. Ja. Ja, ja, sag Bescheid. Ja, ja, ich will nach Hause fliegen. Ja, hallo, ich will nach Hause fliegen. Ich will nach Hause. Danke. Bitte aber direkt nach Hause geliefert. Was? Ich behalte meine Sachen nicht? Wow. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich behalte meine Sachen nicht. Umsonst die ganzen Büsche. Gefarmt. Ach, Mann. Oh, schade, schade. Schade, schade, Schokoladen. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, keine Meile dafür. Sehr interessant. Habe ich meine Sachen jetzt wieder im Inventar? Ja, habe ich. Sehr gut. Was ist das hier? Rollbild. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz zu Nookiebooki. Zu Schlepp und Nap. Und schauen, ob die Rosen haben. Wir brauchen weiße Rosen. Weiße Rosen brauchen wir. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die haben. Ich glaube nämlich nicht. Was sagst du? Alpenfeilchen, gelb, bla bla bla, Hornfeilchen. Orange, Weißanemone, Rot, Zwiebel, Pfingstweilchen. Oh, es wird schwer. Ich gucke mal eben, wie die weiße Rose heißt. Animal Crossing. Oh, falsch geschrieben. Crossing, Name der weißen Rose. Blumen. Okay, Tulpen, Primeln, Rosen. Wir gucken mal noch mal eben kurz auf das Bild. Ja, es sind die weißen Rosen. Okay, es sind die weißen Rosen. Die heißen Unschuldsrose. Okay, Unschuldsrose. Gut, die hat jetzt Nook nicht im Angebot, tatsächlich. Heißt, wir müssen mal zu Hause gucken, ob wir die da haben. Unschuldsrose. Kann sein, dass wir die haben, kann sein. Kann aber auch nicht möglich sein, Leute. 12 Minuten noch? Ah, komm, dann machen wir noch 12 Minuten hier was. Ich meine, die Blumen sind auch sehr, sehr schön tatsächlich. Aber ich möchte eigentlich schon gerne die Rosen haben. So, bitte, bitte, bitte. Oh. Haben wir direkt hier
bekommen, Dodo Airlines. Danke, in die Tasche. Und in die Tasche. So, Geschenk natürlich auspacken. Schauen wir uns mal den Koffer von Early an. Ich glaube, ich weiß, wie er aussieht. Habe ihn, glaube ich, noch ganz gut in Erinnerung. Und dann zeig mal her. Sieht nämlich ein bisschen aus wie Newt Scamanders Koffer. Sieht schon cool aus, tatsächlich. Sieht echt mega cool aus. Vielleicht machen wir noch Licht ein bisschen. Okay. Ist schwer in dem Raum. Okay, dann gucken wir mal eben hier. Kann ich auch hier irgendwie gucken? Nee, ne? Ah doch, hier sind Blumen. Okay. Die Unschutzhose hier. Ach gut, fünf Stück. Fünf Stück haben wir. Fünf Stück haben wir. Okay, sehr gut. Sehr gut. Es gab nur einen, ne? Ich guck nochmal nach. Ja, nur die. Okay, okay. Okay, super. Dann nutze ich mal ganz kurz meine Leiter hier. Ausrüsten. Ich hoffe, ich habe die Gießkanne mit, Leute. Ich hoffe es. So, und dann machen wir die jetzt diagonal. Ist da auch noch eins frei? Oh, da ist auch noch eins frei. Warte, dann machen wir hier. Hier eine hin. Eine pflanzen. Die Chance ist relativ gering. Stand, glaube ich, dabei. Wir können noch mal ganz kurz schnell gucken. 25% plus 5%, dass ich das alleine mache und keine Fremden einlade und die das dann gießen für mich, weil dann steigt die Chance extrem hoch, tatsächlich extrem hoch. So, dann hier noch Pflanzen. Erstmal müssen sie ja eh wachsen, ne? Oh, bitteschön. Und dann machen wir hier auch noch eine hin. So, super. Können wir auch direkt ausrüsten. Vielleicht machen wir direkt zwei Farben, oder? Also eine für die Farbe und dann gucken wir uns mal eben noch eine für eine andere lila Farbe an. Was haben wir denn hier? Die Moms sind halt ganz cool. Oh Gott, jetzt habe ich das Bild geschoben oder was? Ich wollte das Bild schieben. Ja. Ich würde die Mom schon ganz cool finden. Aber wie heißen die denn jetzt schon wieder? Ich guck mal eben, welche wir dafür brauchen. Sind das die Pfeilchen? Nee, ne? Also ich guck mal ganz genau. Ich glaube, die Windflowers sind das. Das sind die Lilien, genau. Ach, das sind die... Nee, die Nelken sind das nicht, ne? Sind das die Nelken? Könnte sein, dass das die Nelken sind. Für Lila brauchen wir zwei Gelbe. Aber Gelb... Nee, Orange. Oh Gott, ich muss näher rangucken. Ich sitze ganz schön weit weg vom Sehen. Vom Bildschirm. Warte, welche sind das denn? Okay, es sind die. Okay, da brauchen wir erstmal zwei gelbe, aber die müssen gezüchtet sein. Damit die sich dann fortpflanzen. Okay, verstehe ich. Moms. Ich guck mal eben, was Moms auf Deutsch heißt. Übersetzer. Moms. Nee, Mums. 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 Och man. Übersetzer Mums Flower. Mutterblume sind das, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ja, ob die hier irgendwie vertreten sind. Also Tulpen abgehakt, die habe ich hier. Die Primeln, die habe ich auch. Die Primeln sind, das sind die Pansies, ne? Nee, nicht die Pansies, das sind die Kosmos. Die Kosmos sind die. Dann die Stiefmütterchen. Das sind Windflowers, würde ich sagen.
Ja, Pansies, das könnten die Pansies sein. Dann die Rosen, sind Roses. Die Veilchen sind wahrscheinlich die Windflower-Dinger, weil die passen zu den anderen nicht. Die Lilien sind die Lilies. Und die Nelken müssen dann die Mumps sein. Okay. Aber die Farben. Warte, die Farben? Passen die? Bartnelke, ja. Da sind nur die ersten drei Farben beschriftet, wie die heißen. Und wir brauchen die rote und die gelbe. Okay. Muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch eine andere Seite finden. Akzeptieren. Oh, hier. Hier habe ich eigentlich ein ganz gutes Bild gefunden. Unschuldsrose, ja. Das könnte die Weißchrysantheme sein. Weißchrysantheme, die wir da sehen. Aber wir brauchen natürlich die anderen Farben. Ich weiß nämlich nicht, wie die heißen. Komm, stehen hier alle Blumen? Nee, wieso stehen hier nicht alle Blumen? Okay, was habe ich gerade gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Die Weiß-Dingsi-Bumsi. Ach man, wie heißt die? Die Weiß-Chrysantheme. Chrysantheme, irgendwie sowas, ja? Wir gucken jetzt mal eben durch Dingsi-Bumsi. So, da habe ich alles gegossen. Gehen wir mal hier runter. Die Weiß-Chrysantheme. Das ist also die Weiße. Dann wird hoffentlich die Rote auch Rot heißen. Wir schauen mal. Ich bin gespannt. Warte mal eben. Ja, okay. Wir gucken mal hier schnell. Liebesrose, Gelb Cosmea. Gelb. Brauchen wir die? Ja, die brauchen wir tatsächlich in die Tasche. Weiß Cosmea. Weiß Chrysanthem Dingsi. Rot Chrysanthem. Oh! Oh Gott, wir haben sie. Wir haben sie, Leute. Super. Sehr gut. Dann pflanzen wir die hier an. So. Müssen mal gucken, wie wir hier die anpflanzen, weil hier ist weniger Platz. Hier ist echt wenig Platz, tatsächlich. Vielleicht machen wir es doch auf der anderen Insel auch. Insel. Hier. Vielleicht machen wir es hier auch. Nur weiter oben. So, du kommst weg. Wir könnten natürlich auch gucken, was passiert, wenn ich eine Blume da reinpflanze. Das wäre sehr cool zu wissen. Eine Pflanzen, bitte. So. Das war jetzt... Oh Gott, ich habe mir die Farbe nicht gemerkt. Auf jeden Fall mache ich eine Reihe... Rot und eine Reihe Gelb. So. Dann hier auch. So, hier kommen auch noch welche hin. Eine Pflanzen. Und hier auch. So, dann mache ich mal eben hier noch ein Loch. Er hat Loch gesagt. Wow. Hier kommt Gelb. So, wir brauchen zwei Gelbe dann. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das was wird. Aber ich denke schon. Ich meine, Gelb ist nicht allzu selten. 100% steht da. Und wir brauchen zwei Gelbe. So, und hier auch. Und zu guter Letzt hier unten. Super. Ja gut, jetzt noch gießen. Und wir haben gleich genau 9 Uhr. Dann können wir noch zu Tina und Sina und danach werde ich erstmal Star Wars The Clone Wars schauen.
Ah, da freue ich mich echt. Leute, Leute. Ich bin echt ein großer Clone Wars Fan. Star Wars Fan wäre übertrieben. Dafür weiß ich, glaube ich, zu wenig. Okay, Leute. Dann holen wir uns dann die Meile hier ab. Gehen dann zu Sina und Tina. Die haben wahrscheinlich eh nur Kacke, wie wir sie kennen. Ich könnte ja eigentlich hier oben hergehen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Neues. Sei es ein Insekt oder ein Fossil. Und dann können wir nämlich gleich auch noch zu Eugen gehen. Hier haben wir nämlich noch was. Super. Ah, weg damit. Weg damit. Ah, Fische interessieren mich eigentlich relativ wenig. Okay. Was bist du denn? Oh. Sorry. I'm sorry, not. Wann kommt eigentlich hier mal der Typ hier wieder? Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn wirklich. Sehr. Er kommt irgendwie so gut wie nie nach Hause. Rainer, wo bist denn du hin? So, euch schnapp ich mir mal schnell. Ach, jetzt habe ich meinen Stab nicht mit. Ach, wir können ja hier den Hinterhof benutzen, um hochzukommen. Ich frage mich eigentlich, wenn man wirklich alles mit Blumen vollklatscht. Ist man an die Blumeninsel? Wer weiß, wer weiß. Ich bin schon am Museum vorbeigelaufen. So, hier, hallo. Ich glaube, rechts gieße ich gleich auch mal, damit die mal fertig sind. So. Hallo Eugen. Willkommen im Museum. Wie kann ich Ihnen helfen? Fossilien analysieren. Ich habe hier ganze 7 Stück für dich. Ist das nicht krass? Ich glaube schon. Oh, ich habe das Bild wieder eingeblendet. Oh mein Gott. Wie lange war das schon da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Es tut mir leid. Oh, das Bild ist auch verrutscht. Oh, nee, ne. Ah, warte, Videoaufnahme hier. Ist das das Bild? Ja, ist es. Oh Gott, sorry, Leute. Sorry. Es tut mir echt leid. Wirklich. Ich habe nicht geguckt. Mann. Ich will etwas stiften. Oh, kein Fossil dabei? Egal. Hier, bitteschön. Oh, hallo? Voll schön. Ja, lass hören. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist, Hüste. Huh, wie entsetzlich. Dieses Ungetüm von einem Schmetterling mag Vogelfalter heißen. Doch in meinen Augen ist er eine ungezähmte Bestie. Er ist gigantisch. Ja, der größte Schmetterling der ganzen Welt. Fast 30 cm Flügelspannweite. Die Larven allein werden schon 10 cm groß. Als ob das nicht reichte, sind sie auch noch giftig. Oh, mordlustige Bestien in der Tat. Ich wusste gar nicht, dass Schmetterlinge giftig sein können. Nein, in jedem Fall allerherzlichsten Dank für ihre wundervolle Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarstes Albtraum sein, bla bla bla. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass sie giftig sind. Dass Schmetterlinge giftig sein können. Okay, Frösche können auch giftig sein, das weiß ich. Spinnen auch. Aber Schmetterlinge, oh. Ich werde nie wieder mehr einen Schmetterling anpacken, Leute. Das schwöre ich euch. Ah, vielleicht schwöre ich es nicht. Man soll niemals nie sagen. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Irgendwann. Oh. Ach, hallo. Es ist Freitag, ja, ja. Ja, ja, du wirst nähen, ja, war mir klar. Ich überlege gerade, im White World, gab es da einen Tag, wo die eigentlich mal komplett zu hatten? Ich glaube schon, Sonntag, glaube ich. Adelsrobe, oh, ich liebe solche Roben, ne? Oh,
ist echt meins. Marsjack, okay. Ach, Waldkleid, alles klar. Sieht das kacke aus. Oh, Wikingerhelme. Das ist natürlich cool. Oh, eine Ballmaske. Ist auch cool. Oh, hat sich gelohnt, heute hier reinzukommen. Kaufe ich mir mal direkt. Ja, tragen wir mal direkt. Ja, lege ich dir in die Post. Hier, die drei Sachen habe ich dann jemanden auf der Insel gemacht und jetzt laufen alle da herum und die ist richtig ausgerastet. Ah, nein, die hatten so schöne Kleider. Ja, Leute, ich würde sagen, damit beenden wir. Warte mal, ändert sich das Outfit hier im Schaufenster auch die ganze Zeit? Weil das Waldkleid ist auch gerade drin, fällt mir jetzt erst auf. Ja, egal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, neuer Kamito. Haut rein und... Oh, warte, warte. Lukas hat was. Willst du ausziehen? Ach, schade. Schade. Wie sieht die denn aus? Oh Gott. Schade. Okay, Leute. Das war's dann wirklich mit dem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Oh, sind die viele Schmetterlinge. Ich muss die mal eben noch fangen. Das ist nämlich gutes Geld, weißt du? So, und den Ritter, den fahren wir auch, weil 2500, die lasse ich hier nicht wegfliegen. So, jetzt war es das aber wirklich, Leute, okay? Bis dann, euer Kamito, haut rein. Bis dann. Ciao. Oh, 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 der ist blau. Den haben wir noch nicht. Nein! Nein, okay, Leute. Dann war es das jetzt aber wirklich. Bis dann, euer Kamito. Haut rein, bleibt cool. Und wir sehen uns dann morgen wieder. War da was? War da was? Das ist eine Biene, ne? Das ist eine Biene? Ja. Okay, tschüss.